haben deutsche Politiker genau hier dreckige Deals abgezogen. Dafür müsst ihr wissen, dass Aserbaidschan unter der Kontrolle des Präsidenten steht und das schon seit über 20 Jahren. Und weil er clever ist, spendiert er europäischen Politikern Reisen und Geschenke. Zum Beispiel Geld, Gold, Seidenteppiche oder Kaviar, wo by the way einfach ein Kilo 1400 Euro kostet. Und auch ehemalige CDU-CSU-Politiker sollen in der ganzen Sache mit drinstecken. Zum Beispiel sind deutsche Politiker nach Aserbaidschan geflogen, um dort die Wahlen zu beobachten. Und sie bescheinigten, da läuft alles top. Internationale Wahlbeobachter würden jetzt aber sagen, die Wahlen in Aserbaidschan sind schon eher undemokratisch. Zwei deutsche Politiker wurden jetzt angeklagt, unter anderem wegen Bestechung. Diese beiden Politiker sagen jetzt aber, dass das großer Quatsch ist und diese Vorwürfe nicht auf sie zutreffen. Wenn sie jetzt aber eben verurteilt werden, würden sie eine Haftstrafe bekommen zwischen 1 und 10 Jahren.